So, willkommen zurück, meine Freunde, bei Tales of Berseria. Oh. Und ich bin schon mal vorgelaufen. Ich habe gestern nur noch ein bisschen trainiert. Heute ist ein neuer Tag. Heute wird wieder durchgehend aufgenommen. Da, wie gesagt, wenig Zeit. Also sehr viel vorproduzieren. Und ja, ich freue mich mega drauf, heute mit euch das alles hier anzugehen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe gestern, wie gesagt, gestern Nacht wollte ich eigentlich noch weiter aufnehmen, aber ich habe gedacht, in der letzten Folge war es ja nicht so gut, da sind wir gestorben. Und dann habe ich einfach ein bisschen trainiert. Und zwar, was heißt trainiert? Sie sind ja immer noch Level 20, aber ich habe Velvet ein paar Sachen aufgewertet. Alles plus 3, weiter ging nicht mehr, da fehlen mir die Items für. Die anderen habe ich erstmal so gelassen, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Viel macht es nicht aus, aber ein bisschen muss es ja was ausmachen. So, jetzt haben wir endlich das Siegel gelöst. Jetzt können wir auch weiter mit der Main Story. Hui. Ich habe mich hier auch schon ein bisschen umgeschaut, weil das Gebiet doch sehr groß ist. Ich war noch auf der anderen Seite, aber wir gehen jetzt hier hoch, wo wir das Siegel gebrochen haben. Und hier sind ganz viele Cutscenen. Mario Kart. Ui, ding, ding, ding. Hier war auch noch eine Truhe, hier habe ich mir auch umgeschaut. Ich weiß aber nicht mehr, was ich da rausbekommen habe, aber es war auf jeden Fall nichts Wichtiges. So, egal, lasse ich die da liegen. Warte, noch ein Siegel? Haben wir erst ein Siegel gelöst? Eine gewaltige Barriere blockiert den Weg. Sie scheint sich von der, die du auf der Dunham-Fernstraße durchbrochen hast, zu unterscheiden. Oh, wie groß das da auch nochmal ist. Oh, ich habe mir beim Frühstück irgendwie, glaube ich, in die Lippen geschnitten. Und das Brötchen, das war so scharf. Aua. Aua, aua, aua. Ja, egal. Gut. Dann gehen wir hier wieder runter. Dann kriegen wir die Katze hier doch noch mit. Da muss ich doch nochmal auf der anderen Seite nochmal nachschauen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber da habe ich gestern keine Treppe mehr gefunden. Vielleicht war ich auch einfach nur blind. Da war auch noch, sagt schnell, Pflanzen, um die Statuswerte zu verbessern. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ach, da ist die Leiter. Ja, gut. Oh Mann, ja. Dann hat sich das ja schon erledigt. Lass mich in Ruhe, du böse Schlange. Ja. Hier habe ich gestern übersehen, gestern Nacht noch. Bling. Bling. Noch ein. Na, bling. Ist aber auch hoch. Ja, wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Ist so verlockend. Okay, hier geht's nur hier lang. Sehe ich das richtig? Die Musik gefällt mir auch wieder mega gut. Flammen wäre schon die zweite. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir hier auf einen Feuergegner treffen? Das wäre ja krass. Ich sag mal so, die Gegend, die sieht schon cool aus. Wirkt riesig. Natürlich sind es wenige Texturen, muss man ja einfach mal sagen. Aber weniger ist ja auch manchmal mehr, ne? Also ist trotzdem schön, hier rumzulaufen. Es wirkt auf jeden Fall gigantisch. Auch wenn dank meiner Grafikeinstellung die Texturen vielleicht ein bisschen später lahmen, wie man es jetzt an diesem Stein gesehen hat. Aber ich denke, das kann man noch verkraften mit der Grafik. Ihr wollt ja auch, wenn ihr zuschaut, ein rundes Let's Play, was flüssig läuft. Bringt ja nichts, wenn ich dann Qualität hochschraube und dann alles leckt, weil mein PC ist auch nicht mehr der neueste. Ich muss mir bald einen neuen Prozessor holen. Lass mich in Ruhe! Oh Mann. Neuen Prozessor holen, damit ich auch wieder vernünftig aufnehmen kann, weil mit einem i5 kommt man langsam nicht mehr weit. Da ist schon ein i7 eher Pflicht, würde ich sagen. Wow. Okay, komm. Nehmen wir das mit. Schnell. Zack. Ach ja, und
gerade bevor ich die Folge gestartet habe, habe ich noch einen Kampf gemacht und da hat Magilu einfach, sagt schnell, das war jetzt laut, hat Magilu einfach, ihr mystische Artis gewirkt. Ohne dass ich das gemacht habe oder so. Hat so ein, sah cool aus. Hätte ich euch eigentlich gern gezeigt. Out of my way! Bleib hier, du Schlange. Die Schlangen sind so nervig. Auf die fokussiere ich mich immer als erstes. Ja, oh! Was ist denn jetzt auf einmal los? Be proud. You made me unleash my full power. Verwahrt euch das für den Bosskampf, verdammte Axt. Ich habe aber nichts umgestellt. Warum machen die das denn jetzt? Mondlichtzyklon, das hört sich cool an. Mondlichtzyklon, Mondlichtzyklon, Mondlicht Artis waren es. Ach ja, genau, nee, woher? Schattenfluss, das haben wir auch noch gelernt. Überschallstoß, Panzerspalter. Irgendwo, wo ich... Hoffentlich ist das eine Kriegsartis. Jawohl. Dann nehme ich dafür den... Führt ein paar Drehtritte aus, die einen Wirbelwind hervorrufen. Ich glaube, dann wechsle ich dafür den reißenden Dorn aus. Nee, den wechsle ich nicht aus. Weil Y und X sind zwei verschiedene Varianten. Aber den reißenden Dorn, den nehme ich raus. So, so wird's gemacht. Werde ich auch direkt mal gleich ausprobieren, den Mondlichtzyklon. Oh, schade, ich dachte, hier wäre vielleicht noch eine Kiste. Hier unten vielleicht noch was? Muss ich. Ah, nee, da habe ich mich ja umgeschaut, da ist nichts mehr. Aber, ah, darum habe ich letztens keine Treppe gefunden. Okay. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den Mondlichtzyklon auch sofort einsetzen können. Ich will ihn einfach nur kurz in diesem Kampf ausprobieren. Das war der, glaube ich, ne? Oder? Senga? Doch, da stand Mondlichtzyklon, habe ich gesehen. Okay. Okay. Die ist richtig gelangweilt. So, jetzt haben wir aber alle Siegel. Hep. Mist, jetzt habe ich einen übersehen. Hier war noch einer, da. Wollte schon sagen. Oh Mann. Sofort Siegel. Okay, nichts. Die Musik ist so mächtig. Ich glaube, uns besteht gleich ein richtig guter Kampf bevor. So, jetzt müssen wir da hin. Oh, mein Kaffee. Oh. Kalter Kaffee. How is it now, Aizen? I feel like whatever you did caused some sort of change. Let's just pray they can't change it back anytime soon. I'll pass on the praying. I've come here to make a mess of this temple, remember? Und sie will nur zerstören. I like that. I like that. You know what you're doing, then. Ich mag ihre englische Synchronstimme von Magilu. Mag ich, um ehrlich zu sein. Hat was. Aber ich finde es im Allgemeinen gar nicht so schlecht. Muss man mal einfach mal sagen. Ist sie. Ist da eine Truhe? Hä? Hä? Habe ich die vorhin... Hä? Habe ich die... Ich habe die echt übersehen. Wegen dem Stein. Oh, oh. Ich habe tatsächlich die Truhe übersehen, zum Glück. Und das ist der Nachteil mit dem... Dachschnell. Mit den Grafikeinstellungen, aber egal.
Killerratte. Da, ah. Wegen dem Stein, ey. Das hat mich so verwirrt. Wegen dem Stein. Ich schieb alles auf den Stein. Auch wenn wir gleich beim Bosskampf verlieren sollten. Es war Schuld des Steins. Also ihr wisst Bescheid. So. Und nochmal abspeichern. Nicht, dass wir wieder alles von vorne machen müssen. Wie letztens, wo der fatale Kampf kam. Das war sehr ärgerlich. Aber auch cool mal zu sehen. Hatten wir vorher noch nicht. Boah, ist das riesig. Hä? Wo sind denn die Katzen? Hä? Spawnen die nicht so schnell wieder? Das ist verblüffend jetzt. Dass die Katzenseelen jetzt plötzlich nicht da sind. Wie, jetzt geht's erstmal in eine Ruine? Velvet, what is Artorias' method of fighting? He wields a long sword in his left hand. And he once had a Moloch named Ceres, who used fire. Had. But I killed her. And since then, he's tethered a new Moloch called Innominat to use in her place? As far as I know, yes. But I can't imagine a new Moloch will work with him as well as Ceres did. Must be pleasant to always assume the best. If I'm wrong, that's where all of you come in. The four of you will strain his tether to the Moloch. Then I'll chew through it. At which point Artorias becomes nothing more than a simple human. But how will you get close to him in the first place? I'll use Lafayette's arts. He will cut me. He will burn me. And I will keep charging forward. Your job is to keep healing me so that I can stay on my feet. A sacrificial assault, then. Well, it's not a bad plan. There's a good chance you'll catch him off guard. If you don't immediately die. but Velvet, you'll... That's an order. All right. So in the end, you're still just a tool to her. Bet that hurts. No. Setz ein, die Flammen des Hasses. Das, gut, dass jetzt nicht sofort ein Kampf kommt. Dämonisch Duellanten. Ach du Kacke. Flammenwehr. Ist sehr gut. Um 16% reduziert. Ja, komm. So. Wen nehmen wir noch? Nehmen wir Lafayette? Hat er den Wasserring gemeistert? Nee. Okay, wir hatten was gemeistert. Nee, fast. Hatte sie, was hatte sie jetzt eigentlich an? Oh, das hatte sie aber auch noch nicht gemeistert. Dann mache ich... Doch. Erstmal so. Vielleicht kommen ja noch ein paar Kämpfe. Und wenn ich schaffe, das auch so. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. So, mal hier auf jeden Fall umschauen und das Gespräch nehmen wir mit. I can't say. Perhaps she's not thinking at all. No, she said something about him killing someone. She said it during his speech, right? I heard her too. She has some feud with Artorias. Her hate for him flows deep. I wonder what her connection to Lord Artorias is. Don't call him Lord. Trust me. What? You'll understand when the time comes. If she's still alive to face Artorias, that is. Precisely. The fires of her hatred are all consuming. Who will they burn in the end?
It's a dangerous path we walk, but a debt is a debt. Come along, Lafayette. Okay. Zerbrochenes Artefakt. He's here. Was? Ich hab She verstanden. She is here. Jetzt wird's auch noch beleidigend. Oh Mann. Ah, geil. Entschuldigung. Altorius, er klingt auch wie ein Mädchen, also ist er. Oh Mann. Ach ja. Okay, dann müssen wir jetzt. Ich frage mich, ob die Dungeon groß ist. Oder nicht? Das ist hier die Frage. Talismünzen. Was sind diese Talismünzen? Kann mir das jemand erklären? Gute Talismünzen, okay. Das war natürlich ein Joke. Die Leute, die vielleicht Sarkasmus nicht so wirklich verstehen. Ach ja, gibt es. Okay, ist keine große Dungeon. Lege ich Feuerwehr an, lege ich sie nicht an. Wir probieren es erstmal so. Artorius! Entschuldigung. Schrei ruft genauso wie ich. Ach ja, Entschuldigung. Demons and Malachim. Unlikely companions, to say the least. Ich krieg schon Gänsehaut jetzt. In my stomach. So you chose to be a mother bird, Ceres. Things will be different this time. I will have my revenge. Revenge for Lafayette! Very well. It is time. Wow. Boah, ich krieg gerade mega Gänsehaut. What? Es fängt schon an. Level 60, den können wir doch gar nicht packen. Ach komm, den machen wir jetzt platt. So this is the Shepherd's style. Oi, howdy, are we dead? But he has no molecule. Just remember the plan. Ich glaube, ich hoffe, wir müssen nur aushalten. Anders, ja, wir müssen nur aushalten, denke ich. Die Frage ist, wie lange? Okay, der ist mega mächtig. Er kämpft auch noch mit einem Arm, er ist quasi Shanks. Wahrscheinlich benutzt er auch noch Haki, die gemeine Sau. Warum setzt sie die, nice. Nee, das war eine Wasserattacke. Ich denke immer, das ist eine Seele. Oh. Ich brenne! What? Oh, wie heißt er noch? Von Bleach. Velvet! This isn't over. Never let your guard down, even when victorious. I will not let you win so easily. I will use my full strength, as is just and proper. Aid me in Nomenat! In Nomenat. Oh, jetzt krieg ich Gänsehaut. His wounds
have vanished! Such power. Is it really? That is cheating! Why do I remember you? That night. That terrible night. More healing. It's impossible. We have to run. You won't escape this time. Uh-oh. I beg your pardon, Lord Artorias. I had assumed Master Shigure was attending you. The failure is mine. Oh. Shigure is out training. Besides, that man would like to see my blood spilled more than anyone. Same as ever. He thinks only of himself. Look what happened with Ifrid. So you are Melchior. No, Artorias. The one who most wants to spill your blood. It's me! Master Artorias, allow me to quiet this demon. Why? Doesn't it hurt? Aren't you in pain? Why, Velvet? Why do you go on fighting? Because Lafayette knew so much more pain than I ever will. And still, I couldn't do anything for him. I'm sorry. Velvet. Colluding with demons. Number two, your punishment must be severe. Kill the demon. Then, end your own life. No. Have you forgotten our pact? Your mistress is giving you an order. I'm sick of your orders! I... That aura... I don't want Belkin to die! Sister! Rokuro, into the portal! Right. Hey! Don't forget me! You cannot escape! You know Minot's power reacting with the Earth Pulse. Extraordinary. Wer ist er? I begin to see. Still, giving your brother's name to a Moloch, you've strayed so far. Das war wieder sehr emotional. Velvet, wake up. Oh, just let me sleep a little more, Celica. You rascal. Don't you remember the task I entrusted you with? The task? Yes. I asked you to take care of him. What? Ist das in Final Fantasy X hier? Oh. Where am I?
Did they kill me? My wounds are gone. Bad fever. Please, don't die, Velvet. You saved my life. Now it's my turn to save you. Hip! Die Expedition ist zurück. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber wir erteilen der Expedition mal einen Befehl. Na, Leute, oh, ein Sieg. Level 5. Yeah. Brotkrumen. Rätselhaftes Fleisch. Hm. Das wird ja lecker sein. Ja, dann segeln wir nochmal hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge, meine Freunde. Das war wieder sehr emotional. Ich muss kurz verdauen, nämlich auf die Toilette. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.